Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Hallo liebe Follower und Neulinge, die gerade zu uns gestoßen sind. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, klickt jetzt auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke, um keine unserer zukünftigen Veröffentlichungen zu verpassen. Ohne weitere Verzögerung, lasst uns jetzt direkt in das heutige Video eintauchen. Viel Spaß! Guten Morgen, Peter. Das Wetter ist heute wirklich wunderschön, nicht wahr? Guten Morgen, Maria. Ja, das ist es definitiv. Und du weißt, was noch schöner ist. Unsere Arbeitsbedingungen hier im Hotel. Oh ja, da hast du absolut recht. Ich liebe es, wie das Hotelteam hier zusammenarbeitet. Es ist so eine angenehme Atmosphäre. Ja, und die Gäste sind auch immer so freundlich. Es macht wirklich Spaß, ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Und die Tatsache, dass wir in dieser Umgebung arbeiten können, ist wirklich ein Privileg. Der Blick auf den See und die Berge ist einfach atemberaubend. Flexibilität in unseren Arbeitszeiten ermöglicht es uns, die Natur und die Freizeitmöglichkeiten in der Umgebung zu genießen. Genau. Ich denke, wir haben den besten Job der Welt. Das denke ich auch. Lasst uns sicherstellen, dass wir weiterhin unser Bestes geben, um unseren Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bereiten. Auf jeden Fall, Peter. Lass uns heute einen weiteren großartigen Tag hier im Paradies haben. Guten Tag, Susanne. Ich habe vor, in den nächsten Monaten einige Reisen zu unternehmen und suche nach Hotels. Weißt du, wie viel Übernachtungen in deutschen Hotels kosten? Hallo, Hans. Ja, ich kann dir einige Informationen dazu geben. Die Kosten für Hotelzimmer können je nach Standort, Hotelkategorie und der Art des Zimmers variieren. Generell sind die Preise in deutschen Städten recht unterschiedlich. Verstehe. Gibt es einen Durchschnittspreis, den ich erwarten kann? Nun, das hängt von vielen Faktoren ab. In Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg können die Preise tendenziell höher sein als in kleineren Städten. Für ein Einzelzimmer in einem durchschnittlichen Hotel in einer Stadt kannst du mit Preisen zwischen 80 und 150 Euro pro Nacht rechnen. Das ist hilfreich. Und wie sieht es mit Doppelzimmern aus? Für Doppelzimmer, die für zwei Personen geeignet sind, liegen die Preise in der Regel etwas höher. Du könntest mit etwa 120 bis 200 Euro pro Nacht rechnen, abhängig von der Stadt und dem Hotelstandard. Und wenn ich nach etwas Luxuriösem suche, wie eine Suite? Luxuriöse Suiten können erheblich teurer sein. Die Preise für Suiten in erstklassigen Hotels variieren stark, aber du könntest leicht 300 Euro oder mehr pro Nacht ausgeben. Das ist nützlich zu wissen. Gibt es Tipps, wie man Geld sparen kann? Natürlich. Hier sind einige Tipps, um die Hotelkosten zu minimieren. Buche dein Hotelzimmer frühzeitig, um von Frühbucherrabatten zu profitieren. Nutze Online-Hotelbuchungsseiten, um Preise zu vergleichen und Sonderangebote zu finden. Überlege, ob du Mitglied in einem Hotelbonusprogramm oder einer Reisevereinigung werden möchtest, um Rabatte zu erhalten.
Reise außerhalb der Hauptsaison, um niedrigere Preise zu erhalten. Wenn du länger bleibst, könntest du Mengenrabatte erhalten. Vielen Dank, Susanne. Das hilft mir wirklich weiter, während ich meine Reisen plane. Gern geschehen, Hans. Wenn du weitere Fragen hast oder Hilfe bei der Buchung benötigst, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Viel Spaß bei deinen Reisen. Hallo, guten Abend, ich bin Zimmer 302. Können Sie mir bitte noch ein zusätzliches Kissen ins Zimmer bringen? Hallo, guten Abend, selbstverständlich, gerne. Wir bringen Ihnen sofort ein zusätzliches Kissen auf Ihr Zimmer. Gibt es sonst noch etwas, mit dem wir Ihnen behilflich sein können? Nein, das war es schon, danke. Perfekt, wir sorgen dafür, dass das Kissen gleich in Ihr Zimmer gebracht wird. Wenn Sie noch weitere Wünsche oder Fragen haben sollten, zögern Sie bitte nicht, sich an unsere Rezeption zu wenden. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen. Einen schönen Abend noch. Ihnen ebenfalls einen schönen Abend. Entschuldigen Sie, ich habe noch eine Frage. Gibt es im Hotel ein Fitnessstudio, das ich nutzen kann? Ja, wir verfügen über ein Fitnessstudio, das für unsere Gäste rund um die Uhr geöffnet ist. Es befindet sich im Untergeschoss des Hotels, direkt neben dem Poolbereich. Sie können Ihre Zimmerschlüsselkarte verwenden, um Zugang zu erhalten. Dort finden Sie eine Vielzahl von Trainingsgeräten. Brauchen Sie noch weitere Informationen dazu? Nein, das klingt großartig. Vielen Dank für die Auskunft. Sehr gerne. Wenn Sie sonst noch Fragen haben oder Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Genießen Sie Ihren Aufenthalt und Ihr Training im Fitnessstudio. Das werde ich bestimmt. Nochmals vielen Dank. Bitteschön. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt bei uns haben. Wenn Sie etwas benötigen, zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden. Ihnen einen schönen Tag. Guten Tag. Ich bin Carla und ich habe eine Reservierung für heute Abend. Könnten Sie mir bitte mehr über die Speisen erzählen, die Sie im Hotelrestaurant anbieten? Guten Tag, Frau Carla. Natürlich, ich erkläre Ihnen gerne unsere Speisemöglichkeiten. In unserem Restaurant bieten wir eine vielfältige Auswahl an Gerichten aus der deutschen und internationalen Küche. Wir haben sowohl vegetarische als auch fleischhaltige Optionen. Unsere Speisekarte wird den Gästen in der Lobby zur Verfügung gestellt, und Sie können auch Zimmerservice bestellen, falls Sie lieber auf Ihrem Zimmer essen möchten. Das klingt gut. Und zu welchen Zeiten werden Frühstück und Abendessen serviert? Hotelangestellter, unser Frühstück wird von 7 Uhr bis 10 Uhr morgens serviert. Das Abendessen beginnt um 18.30 Uhr und dauert bis 21 Uhr. Sie können gerne einen Tisch im Voraus reservieren, wenn Sie möchten. Vielen Dank. Gibt es noch andere Dienstleistungen oder Annehmlichkeiten, die Sie im Hotel anbieten? Ja, wir haben eine Vielzahl von Dienstleistungen und Annehmlichkeiten, um Ihren Aufenthalt angenehm zu gestalten. Dazu gehören ein Fitnessstudio, ein Wellnessbereich, ein beheizter Pool und kostenlose WLAN-Verbindung im gesamten Hotel.
Wir bieten auch einen Wäscheservice und einen Concierge-Service an, der Ihnen bei Reservierungen und Empfehlungen für Aktivitäten in der Umgebung behilflich sein kann. Das klingt großartig. Ich freue mich darauf, meinen Aufenthalt hier zu genießen. Vielen Dank für die Informationen. Es war mir eine Freude, Ihnen zu helfen, Frau Kahler. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht, sich an unsere Rezeption zu wenden. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Willkommen im Hotel. Vielen Dank, das ist sehr zuvorkommend. Ich werde sicherlich auf Sie zukommen, wenn ich etwas brauche. Guten Tag, ich habe eine Reservierung auf meinen Namen, Anne Müller, für heute Abend. Guten Tag, Frau Müller. Herzlich willkommen im Hotel Sonnenblick. Ich finde Ihre Reservierung gleich für Sie. Könnten Sie mir bitte Ihren Nachnamen und Ihre Buchungsnummer nennen? Natürlich, mein Nachname ist Müller und die Buchungsnummer lautet 123.456. Ja, das stimmt. Sehr gut. Ich sehe auch, dass Sie ein Frühstück für morgen früh hinzugebucht haben. Gibt es sonst noch etwas, das wir für Sie vorbereiten können, wie zum Beispiel zusätzliche Handtücher oder ein Abendessen im Restaurant? Nein, vielen Dank. Alles sieht perfekt aus. Gibt es WLAN im Zimmer? Ja, Frau Müller, wir bieten kostenloses WLAN in allen Zimmern und öffentlichen Bereichen des Hotels an. Sie erhalten die Zugangsdaten beim Check-in. Falls Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns an der Rezeption anzusprechen. Das klingt großartig. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen, Frau Müller. Ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Aufenthalt bei uns. Wenn Sie noch etwas brauchen sollten, sind wir rund um die Uhr für Sie da. Haben Sie einen schönen Tag. Danke, das werde ich sicher haben. Einen schönen Tag auch Ihnen.